Ich weiß nicht, dieser... Da war ein Typ, der ist ein Typ. Nein, Alter. Ich hab dem Headshot gegeben, Okay. Yo Leute, bevor es losgeht, möchte ich euch noch TTT ans Herz legen. Ist ein Projekt, was bald bei mir starten wird. Ihr habt ja links oben ein kurzes Teaser-Video, einfach anklicken, anschauen. Und sonst lasst euch nicht weiter stören. Viel Spaß mit dem DayZ-Video. 800 Meter, ist bei dir. Auch 800, ne 900. Ich bin gerade bei so einer Base. Oh, hier haben wir schön was. Dann. Läufst du auch gerade durch den Wald, so ja. Ich? Vielleicht siehst du da irgendwo so ein paar Hütten stehen hier, ist was in Waffen drin. Beziehungsweise eine. Oder, warte, ja, auf jeden Fall eine M16. Muss gerade drankommen. Oh, da wird auch geschossen. Da ist auch ein Heli irgendwo. Ich höre den Heli. Okay, ich habe eine M16. Tausche ich mal aus zu, ja. Leg die M24 mal weg. Okay, du hörst den Heli auch. Mhm, ich sehe den sogar. Ah, da, ja. Ich glaube, wir sollten eigentlich relativ nah beieinander sein. Wo bist du jetzt? Ich laufe gerade mitten auf die Mission zu. Okay. Bist schon über so ein Tal gekommen? Nee, ich bin, glaube ich, jetzt noch vor dem Tal. 500 Meter. Ich komme halt von einer anderen Richtung, ne? Mhm. Aber irgendwann sollten wir uns ja irgendwie sehen. Also ich habe jetzt nur 600 Meter bis zur... Ich habe 400. Mission, okay. Ich guck mal, ich mache hier nochmal einen Weg und genau in die Mitte. Ja, das sind 650 Meter bis zur Mitte. Okay. Dann lass mal gucken, dass wir uns so 300 Meter vor der Mission finden. Jo. Aber die wird halt auch anscheinend schon gemacht. Das ist gut für uns, dann sammelt er die besten Sachen zusammen und wir müssen ihn nur töten. Mhm. Und seine Leiche plündern. Aber der hat anscheinend auch Heli-Support. Guck mal, ein Heli wollen die uns auch schenken. Kennst du so, mega abgehoben, so einfach so, alle so übertrieben optimistisch sehen, so. Okay, 310 Meter und 300 Meter, ich gucke jetzt mal, ob ich dich irgendwie rechts sehe, oder ich laufe jetzt einfach mal nach rechts, dann müsstest du mir an sich entgegenkommen. Da schießt einer? Ja, habe ich auch gehört. Bei 300 Meter bleib mal stehen und lauf vielleicht mal nach links. Nein, ich bin so 92, so 80. Da, ich sehe dich, ich bin oben über dir. Ja? Da oben bin ich. Ich laufe gerade ein bisschen höher. Ah, da. Okay. Ich bin hinter dir, ne? Ja. Okay. Ich will gucken, wer da schießt. Neugierig, ey. Warte doch erstmal. Das ist ein NPC-Heli. Okay. Das ist ein NPC-Heli. Mhm. Das ist kein normaler. Bleib hast du nicht zufällig? Haben wir alle. Bleib mal stehen. Echt? Ja. Ich hoffe, du hast in deiner Tasche. Oh, stimmt. Hast recht. Hast du die Waffe in deiner Tasche oder hast du die abgelegt? Oder hast du einen DMR-Mac für mich? Nee. M24. Standard? Nee. Doch, das ist Standard, glaube ich. Standard. Ich nehme mir mal zwei. Hm. Ne, die Waffe hatte ich, die M24 hatte nur zwei Schuss, deswegen habe ich die weggelegt. Okay. Ich möchte mir das mal angucken. Irgendjemand hat da geschossen. Ah. Naja, da ist er. Oh Gott, da fährt ein Hami, da fährt ein Hami. Ja. Bist du ready zum Schießen? Ich bin ready. Okay.
Wenn der hier auf die Straße kommt, jetzt. Jo, wir haben den Driver rausgeschossen. Nice. Nice. Beide. Einfach. Okay. Lass ihn nur looten. Noch einer? Zombie aufpassen. Ja. Bist du beschossen? Ah oh, ja, hier ist Zombie. Also. Ja. Okay. Looten. Gunpick mitnehmen. Mensch, Key. Wir haben den Key. Nee, perfekt. Essen, trinken, nom. Karbonagen. Nummer 2 Stanak. Man kann ja nie. Boah, ich liebe Stanak kaufen. Ich nicht so. Okay, ich habe nur eine AK 107 im Rucksack. Ich habe die 36C und so. Passt alles. Hm. Wie gesagt, wir haben für uns fertig gelootet, haben uns ein Auto. War leider kein Helikopter, aber ein Auto geht auch klar. Ja, ausnahmsweise. Okay, wohin? Einfach geradeaus. Warte, darf ich fahren? Warum? Hier gibt es ein cooles Feature. Na gut. Okay, Perry, wir kommen dich abholen. Ich bin Starry. Okay. Ja, bleib da, wir kommen dahin. Ja. Was für ein Feature? Siehst du gleich. Driften? Nee. Besser. War aber auf jeden Fall eine gute Mission für uns. Kennst du, ich habe vorher noch so Spaß gemacht. So einfach so, ja, hier mega optimistisch alle sehen. Ja. Die looten für uns, bringen uns ein paar Waffen und einen Helikopter. Ja, das war irgendwie viel zu einfach. Echt geil, wir sind da echt einfach so chillig hin, weißt du, ohne irgendwas zu erwarten. Also, wir haben gehofft, aber erwartet nicht. Genau, wir standen auch erstens am richtigen Ort. Ja. Und die zwei Max genau noch zur richtigen Zeit genommen, so genommen, nachgeladen, ja. Und dann kam schon das Auto. Hm. Wie geplant, ey. Vor allem, dass ich überhaupt nur die Waffe oder die M16 gefunden habe da. In dem Lager. Ja, sonst zwei DMR hat das jetzt zwei M24 Schüsse. Wenn genau die zwei Headshots gewesen. Ich glaube weniger. Du musst das ein bisschen optimistischer sehen. So. Schon wieder den Heli. Das war aber ein NPC-Heli, der hat mega so wie Origins, weißt du, mal hin und her gebackt. Ja, hier ist auch ein Heli. Ja, das ist wahrscheinlich derselbe, weil der in die Richtung geflogen ist. Ja, hier ist ja auch eine Mission. Aber der Server gefällt mir, weil hier gibt's extrem schlechten Loot, so, im Vergleich zu anderen Servern. Wir haben jetzt bestimmt, es gibt so viele Baracken, also auf dem Nordwest Airfield stehen allein bestimmt 10 Baracken. Aber wir haben da nichts an Loot gesehen. Schon blöd, dass man die Luke jetzt nicht einfach öffnen kann zum Durchlüften. Mhm. Oder dass man da so einfach rausstellen kann und so schießen kann. Das wäre echt geil. Einfach die Haare im Wind flattern lassen. Weißt du, das ist mir so geil, dass du lange Haare, weißt du. Hockst du oben. Links oder rechts? Rechts. Oder kennst du so Realism-Facts so? Guckst du so raus, bist am Schießen oder so, und wenn der vor dir bremst oder irgendwo gegenfährt, dann brichst du dir irgendwie so die Wirbelsäule. Oder so, keine Ahnung, so. Mega Hardcore Realism. Oder du fliegst einfach nur weg, so wie bei GTA. Hm. Waste. Aber immerhin funktionieren hier die Spiegel. Auch wenn die irgendwie in den Himmel zeigen. Nee, funktionieren tun die auch nicht. Doch, bei mir schon. Echt? Das ist so ein... Ja, okay, es ist halt nur Himmel, ja. Der gespiegelt wird, aber... Schau mal vor, da wäre ein Flugzeug, ja. Nee, aber das ist einfach nur, Oh! Der war an. Ich weiß nicht, dieser... Da war ein Typ, der ist ein Typ. Nein! Alter!
Ich hab dem Headshot gegeben, ich hab dem Headshot gegeben. Okay. Alter. Heute läuft. Weiß nicht, ob der. Ich hab dem Headshot gegeben. Das ist wahrscheinlich ein NPC, oder? Keine Ahnung. Schießen. Schießen weg. Guck mal, der hängt da. Ja, ich versuch den aufzuhalten, dass er nicht wegfährt. Ich kann da nicht mehr durchschießen, hallo? Das ist, glaube ich, ein NPC. Ja, da vorne ist die Mission. Oh, das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte, warte, lass mich einschränken fahren. Oh. Doch, doch, fahr da durch, fahr da durch, scheißegal. Oder fahr einfach so, genau. Kein Umweg. Ja, aber die Mission kann man wahrscheinlich nicht mitnehmen, ne? Ja, oder wollen wir die eh machen? Perry, ist er hier in Starry? Dann kann der hier hinkommen. Ja, wir können aussteigen, ja. Den haben wir so ein bisschen als Schutz nehmen. Also. Okay. Chance hätten wir, vielleicht. Wollen wir gleich schon schießen? Ja, ja. Okay. Sind das 200 Meter, 300 Meter, ne? Sind SVD? Ich glaube, die sterben auch alle One-Hit, oder? Ne, nicht ganz One-Hit. Oder Heli hat aber schnell reagiert. Ganz schön low, die NPCs. Ihr seid ja gerade am Schießen. Ja. Mhm. Weißt du was? Ich fahre da einfach quer rein. Scheiß drauf. Ist eh auch ein PC. Es ist nicht Origins, komm. Ja, mit dem Humvee kannst du die alle umfahren einfach. Ich muss sagen, auf dem Server, wo ich mit Blackbook spiele, die NPCs, die sind mega schwer. Also wir haben noch keine Mission geschafft. Echt? Also ganz ehrlich, die vor allem die teilen sich auf, die rennen auf einmal. Du erwartest die gar nicht, auf einmal rennen sie dir vor der Nase rum, wenn du im Wald bist oder so. Oh, jetzt schießt der Dings. Warte, ich mach einfach so. Ganzen Waffen mitnehmen, die könnten wir eigentlich verkaufen. Also wenn wir Geld brauchen. Nein, den habe ich verfehlt. Der Typ, der mit der MK-Mod jetzt kommt, das bin ich. Die machen hier gar nichts. Das ist echt low. Was haben wir da drin auf? Ach, da ist meine. Den fahren wir eben so. Da drin ist nur einer. Mhm. Soll ich? Ja, ich muss ihn nehmen schon. So. So. Achtung, Dings schießt auf uns. Oh je. Yeah. Kommt noch ein Auto? Oder ist das wieder mal das? Okay. 2 DMRs hier, okay. Dann haben wir, M2 haben wir. Wo? Oh. Ah ne, der steht da schon länger. Echt? Der bewegt sich aber. Ja, ja, ist ein NPC. Hat Rangefinder ist hier und Night Vision. Und Backpack. Wir werden beschossen, aber das wieder, ja. Ja. Ich geh mich mal um den Heli kümmern. Okay, schaffst du den? Baller den einfach runter. Ja, MK-Mod. Ja, aber ich geh ein bisschen näher dran. Von wo wurden eben auf uns geschossen? Ja, vom Heli. Er läuft einfach auf den Heli. Jawohl, also ich hab schon alle Bots in die Spawnen. Da hat noch ein Heli. No, ein Dings, noch ein Auto. Der ist wie Armor. Der SUV Armor stehen geblieben? Ne, der ist gefahren. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, der ist der fährt noch im Wald. Sind da irgendwo DMR-Magazine in den Leichen? Ne. Ich habe, wie gesagt, 2 im Rucksack. Mhm. Mensch, hier ist die Party los. Da
ist jetzt alles ziemlich einfach. Kann, glaube ich, sogar die Kleidung von denen wegnehmen. Ja. Kann sogar die Kleidung von den NPCs nehmen. Echt? Richtig schön. Aber auch von den Waffen her fand ich jetzt 2 DMRs okay. DMRs, ja, aber hätte jetzt schlimmer sein können als DMRs. Yeah, ich hab einen Ghillie Suit. Ich auch. DMR-Max hab ich mal in den Humvee gepackt. Ich bin im Bunker, nicht erschrecken. Okay, wir können eigentlich. Hier liegt da noch ein Gunbag für sein braucht, ein kleiner. Oh. In der Pur Magnum. Ja. Im Wald. Fuck. Die ist auf dem Humvee. Siehst du den? Ne. Harry? Ne. Ich würde mir den gerne holen. Willst du eben, wollen wir den Hami einschränken, den holen? Du konntest, ich habe nur DMR, also ich konnte auch von hinten schießen. Warte kurz, okay. Ich auch noch eben einen. Also wenn er mir dann ungefähr sagt, wo er sitzen könnte, dann kann ich es vorher öffnen. Ist ein bisschen einfach auf dem Berg. Ja, wissen wir auch nicht. Das ist sowieso lustig, wir klingen alle so gelangweilt, weißt du, aber wir erleben gerade den heißesten ever. Ja, ich finde das bei Epoch einfach nichts Besonderes. Siehst du hier zufällig noch jemanden? Okay, hier war der, hier war der. Harry, schau, halt ausschau. Da vorne fährt er, da vorne fährt er. Der kommt, der wird gleich die Straße entlang fahren bei dir. Okay, mit was? Mit dem SUV. Okay. Von wo kommt der? Von Starry oder? Nee. Von der anderen Seite. Okay. Ja, wo ist der denn hin? Da, vor uns. Ist das der Lapur-Schütze? Ich sehe den, ja, ich komme hier nicht durch. Meint ihr, das war der Lapur-Schütze? Ja. Sicher. Okay. Wo ist er? Ich ramm den und dann Also ich hätte eine gute Chance, ihn zu erwischen, wenn er die Straße kommt. Nee, der kommt nicht. Okay. Wenn du willst ausschränken schießen, komm jetzt. Oh fuck, da ist noch einer im Busch. Wo seid denn ihr? Links von uns. Der hat gebaitet, die waren zu zweit. Verstehe ich nicht, wo der zweite herkommt. Bin auch tot. Jo Leute, da hat uns also wie am Ende noch eine Falle gelockt. Auf jeden Fall super gespielt von den beiden Typen. Danke auch an Captain Skummer, dass er dabei war. Hat sehr viel Spaß gemacht. Schaut auch mal bei ihm vorbei. Link ist unten in der Beschreibung. Falls euch der Part gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video. Wer Lust auf mehr DLC bekommen hat, hier oben ist ein anderes Video und unten ist der allerletzte Part. Haut rein!